Ja, stimmt. Feuer. Braucht man doch. Feuer. Wieso kann ich ja? Was denn? Jetzt wollt ihr so ein großes Lagerfeuer bauen, okay. Und noch das alles. Ey, was ihr alles hier wieder baut, oder? Das ist. Sag ja, in einer Woche steht hier ein Einkaufscenter. 100%ig, das ist so krank. Ja. Der halbe Wald schon weggeholzt. In einer Woche steht hier ein Flughafen ordentlich. Ja, BR dann wahrscheinlich. Da sind wir schneller fertig. Also der BER war jetzt kein gutes Beispiel. Ja, ja, doch, doch, weil wir dann schneller fertig sind. Deswegen habe ich gesagt, in einer Woche steht hier ein Flughafen. So. Wie viel braucht ihr noch an Holz dann mal beim Floß? Das ist jetzt fertig. Wo sind die Trockendinger? Dann ja. Mache ich das große Lager. Achso, und wir brauchen noch Holz hier bei den Vogelhäuschen, ne? Yep. Drei Baumstämme brauchen wir insgesamt und ein paar Stöckchen. Ja, dann. Die ich haben. Weil Federn machen schon Sinn. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo der Bogen zu finden war. Hm? Der Bogen? Oder waren das extra. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas muss man da finden. Das ist alles schon zu lange her. Ja, wir spielen uns das alles. Ich würde aber sagen, wir gucken, dass wir auch dann andere Tierchen jagen, als nur Vögel, die hier landen. Wäre. Da kommt wenig Nahrung raus. Das ist vielleicht mal hier so ein. Vielleicht sollten wir auch eine Hasenfalle bauen. Da müssen wir gucken, dass da eine Wiese kommt, wo auch Hasen sind. Ja. So, Trockenheik aufgehangen. Und dann, wie gesagt, mal das am Anfang hier einen Verteidigungswall zu ziehen. Man kann übrigens das Feuerzeug in der linken Hand halten und mit der rechten hat man dann die Axt. Richtig. Dann hat man Licht. Warum sagt das denn keiner? Für die Nachtblinden. Für die Nachtblinden? Echt? Ich dachte, du weißt das. Woher? Ja, weiß ich nicht. Du hast doch selber gesagt, Let's Plays geguckt. Ja, aber ist schon was her. Ja, ja, ja. Noch ja, gar nichts. Noch gar nichts. Einmal ist es schon wieder her. Noch ist das Feld leer. Und wir brauchen, glaube ich, auch noch so eine Bank, so eine Sitzbank, ne? Das ist für die Ausdauer, glaube ich, wichtig. Erinnere dich auch mal an dich selber, Nordisch. Erklärst du beim Spielen, beim Let's Playen, was du gerade für Tasten drückst und Sachen machst? Das habe ich bis dahin schon längst viel vergessen. Ich drücke gerade die B-Taste, um nach vorne zu gehen. Ja. Ich drücke einfach instinktiv. Du drückst instinktiv? Ja. Das klingt jetzt falsch. Nö, du eigentlich. Ich tue gar nichts. Ja. Wollen wir mal kicken. So, das ist fertig. So, ein Haus fertig. Wahrscheinlich wollen wir nichts mehr anpflanzen. Noch ein Haus fertig. Auch fertig. Gut. Nein. Wir sind ja auch hier ganz am Anfang, auch wenn man das nicht mehr so sieht. Naja, wir sind jetzt gerade seit 5 Minuten im Spiel. Ne? Das ist. Das Schildkröten! Bang! Hey, ich wollte gerade ein bisschen Steine schmeißen. Ja, wir brauchen noch so eine Wasserdinger. Also, ich meine, haben wir zwar schon 3, aber wir brauchen ja mehr. Ja, vor allem. Ich habe hier noch einen Turtle hier. Regen? Für die Wasserdinger zu füllen? Ja. Ich vergiss eigentlich mal das Lagerfeuer wieder anzuzünden. So, hier liegt. Ich pack mal noch einen hin. Ja. Nicht doch. Oder was sollen wir denn anpflanzen? Bananen. Was haben Kleine wir Steine kann man schlecht anpflanzen. Stoff auch nicht. So. Steine auch kann ich das hinschmeißen? Warum kann ich das hier nicht auf Dauertaste haben? Ist halt kein Wunschkonzert. Ja, so. Wahrscheinlich nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen Stempel. Klopapier haben wir auch nicht dabei. So, das ist okay. Unterkunft haben wir. Gucken, Garten ist auch angelegt. Schade, dass ich dass man das echt nicht auf Taste legen kann, wa? Ja. Ich würde zum Beispiel auch gerne die Axt auf eine Taste legen, dass ich nicht jedes Mal ins Menü dafür muss. Ja, geht leider nicht. Zu trinken haben wir immer noch nichts. Nee. Dann muss ich meine letzte Dose Cola trinken. Ja. So, ab jetzt wird's eng. Ich habe deswegen die Taube besiegt. So ein Wasserding noch mal gebaut. Indem ich die Axt in den Hintern gehauen habe. Wir brauchen etliche von diesen Wasserdingern. Wir sind ja eben zu fünf, trinken, also brauchen wir dann noch ordentlich. Werden wir wieder kriegen, das ist kein Thema. Ja. So lang. Weil das respawnt recht schnell nach, wir am Flieger. Ja, gut, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also,
Ansonsten findet, glaube ich, noch Getränkedosen in den Dörfern von den Fans. Ja. Deswegen müssen wir ja mal looten gehen. Wir müssen erstmal die Prioritäten setzen und hier nicht, wir müssen ein bisschen sinnvollen Kram bauen. Das, was wir hier momentan tun, das ist, eigentlich noch nicht wichtig. Irgendwo brauchen wir ja mal ein bisschen Wald, wa? Ich habe das auch noch nicht gehört. Ich glaube, wir kriegen bald Besuch. Warum? Was hast du gekriegt? Ich habe ein Brüllen gehört. Wir bekommen bestimmt gleich Besuch. Ich will die Megaspinne. Nee, wir sind noch ganz am Anfang, auch wenn man es nicht mehr so sieht. Wir sind wirklich noch am Anfang. Wir sind eben erst abgestürzt, haben angefangen, die ersten Eingeborenen zu grillen, haben die Hütten hier aufgebaut und haben sonst noch gar nichts. Jetzt die erste Stunde Spielzeit haben wir rum. Ja. Und haben die Insel schon fast abgeerntet. Nein, das haben wir nicht. Das ist Quatsch. Wir können ja mal gucken, wenn es wieder hell ist, dass wir suchen, wo die halt eben ihre Dörfer haben. Wir müssen eine Loot-Tour machen gleich. Ja. Damit wir auch an Material kommen hier. Wissen Sie, ich muss gucken, wo die ihre Dörfer haben, weil ich weiß jetzt nicht, welche Richtung wir dafür gehen sollen, weil ich kenne die Karte so nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, gerade aus durch den Wald durch. Ja, dann machen wir gleich eine Tour und ist gut. So, wenn wir so lang. Und dann leichten Knick langsam. Ja, also mein Charakter kriegt jetzt wirklich langsam Durst wieder, ne? Ja, wo kommt denn das Wasser hier? Die haben doch hier schon vier so eine Schalen. Naja, aber es regnet nicht. Solange es nicht regnet, passiert ja nichts. Ich wollte gerade sagen. Müssen wir mal schlafen gehen oder so. Oder ja. Gibt doch bestimmt irgendwo Seen oder Flüsse. Süßwasser. Ja, gibt ja eh einen See. Aber der ist hinter uns. Mitten im Wald, im Dunkeln findest du den im Moment nicht. Es wird doch gleich hell. Ja. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte auch mal selber nach Pfeil und Bogen gucken. Mann! Kackmöwe. Wo denn da? Hier? Das denn? Lande! Natur. Lande! Ah! Autsch, heiß! So. Ah, heiß! Uiuiui! Ich glaube, das Feuerzeug ist leer. Geht das Feuerzeug irgendwann leer? Nee. Nein. Also wüsste ich jetzt nicht, dass es das irgendwann leer geht. Stand ich eben ein bisschen zu dicht. Skara, hattest du den Bogen gefunden im Menü hier? Nee. Ich glaube, den muss man finden. Ja. Entweder muss man das Rezept finden oder muss den Bogen selber finden. Ja. Wieso kann ich hier kein Fleisch? Ach, selbst kann ich. In der Höhle dann bestimmt oder so. Was denn? Ist voll noch. Nee, wir haben noch ein zweites Reck hier hinten, aber da kann ich nichts dranhängen. Ah. Ja, das Problem hatten wir vorhin auch. Müssen wir ganz kurz AFK, ja? Jo. Okay. So. So lang. Bogencraft ist im Inventar direkt. Ah, genau, okay. So, jetzt müssen wir halt langsam rumziehen. Du musst noch einen Turm mit einem berechnen später, Andy, ne? Ja, nein. Ich will erst mal kicken, die Seite auf jeden Fall zumachen. Ja, wir müssen erstmal los, weil wir haben wirklich Wasserprobleme momentan. Ja. Ich red ja zum Regengott. Ich kann ja hier bleiben weiterbauen und ihr geht. Das kannst du dir so weit vergessen. Wie sie sich alle dann wirst du hier extremst hungern und verdursten und verrecken. Das kann ich dir so sagen. Weil ihr nicht mehr zurückkommt, oder? Nee. Wir können so viele Sachen gar nicht transportieren. Das, was du mit dir rumschleppen kannst, reicht eigentlich für dich selbst. Genau, grade, dafür ist es ja da. Gerade Mann. Und deswegen muss eigentlich jeder mit. Ja, ist ja gut. Nee, hier ist hier nicht hier wieder abschillen. Kannst du vergessen. Abschillen? Ich habe auch gearbeitet, bitte. Ja. Das sagt ja keiner. Aber hier wird's nicht. Haut ihr schon ab? Ihr sagt aber Bescheid, wenn ihr los wollt. Meine Arbeit wird nicht gewürdigt. Wir gehen jetzt erstmal zum Flugzeug. Ich laufe hinter Skara hinterher. Ah, okay. Wenn ihr diese Beeren esst, dann kriegt ihr auch ein bisschen Wasser wieder. Gut zu wissen. Achso, das war der Speer. Ein Speer. Ach ja, Speer könnte man, glaube ich, mit zwei Holz und Stein oder sowas, ne? Brauchst du nur zwei kleine Stöcker brauchst du. Die Stöcker.
Kann ich mir auch mal bauen. Ne, mit B war das nicht. I war das, ne? I für Inventar und dann. So, und dann kombinieren. Kombinieren. Ja, ich guck nur gerade. So, mal kicken, was. Frank wird an den Stock gebunden als Muschelklausköder. Genau, Muschelklausköder. Immer diese blöden Kommentare aus der dritten Reihe. Oben ist gecraftet. Das sind ja die besten. Oh. Ich habe einen Totem gefunden. Also Bogen macht ihr mit einem Stick, mit einem Seil Totem. Und mit einem Stoff. Oh. Ich habe gerade den Einwohner was kaputt gemacht. Ist das okay? Mm. Ja. Oh, ein Kanickel. Hier können wir Hasenfallen aufbauen. Die sind Kanickel. Ja. So, den Bogen haben wir. Oh, was ist das denn? Ich brauche noch Federn. Medizin, Tennisball, Geld. Was die alles kütteln. Ihr seid aber noch nicht los, ne? Nein. Wo habt ihr eigentlich Speere gesehen? Im Baumenü. Welcher nirgends im Baumenü, die machst du im Inventar. Genau. Inventar. Ja, Inventar. Und dann legst du auf dieses, auf diese blaue Matte. Mit Rechtsklick zwei Stöcke drauf. Ah, so. Nein. Doch. Was hier im Rand kleben. Zwei Stöcke. Was noch? Nur zwei Stöcke. Und dann kombinierst du das Ganze. Ausrüsten. Wieso finde ich das jetzt nicht mehr? Dann hab ich einen Knüppel in der Hand, aber kein Speer. Du müsstest aber im Inventar sehen, den musst du dann extra ausrüsten. Zwei Stöcke gibt einen Knüppel. Nee, das ist kein Knüppel, das ist ein Speer. Das ist ein Speer. Der hat keine Spitze. Ich bin damit ein Tanker. Ich weiß nicht, ob das Eisen voraus. Und ich schlag damit. Na gut, okay. Das ist ein Tanker von 45. Ist der besser wie der Dings, wie die Axt? Prof, nee. So, irgendwo hatte ich hier Federn. Wo habe ich denn hier Federn? Federn. Ich versuch's. Doch eben Federn gesammelt. No. Da ist ein Hasenkäfig, aber wo war nochmal die Hasenfalle? Passagier. Rabbit Cage. Vierte, erste, zweite. Ja, das ist der Käfig, aber wo war die Falle? Ich hatte doch Federn gerade gesammelt. Na, kann dahinter. Du kannst doch mehrere aufklappen. Andy. Du verstehst, glaube ich, nicht, was ich meine, ne? Arrow Basket. Warte mal, Bett. Das ist ein Jagdunterstand. Ja. So, dahinter ist nichts mehr. Im Hasenkäfig kannst du ja die Hasen nur da rein tun nachher. Aber die Falle brauche ich. Hier, Eingeborene am Lager. Eingeborene am Lager 2. Am Lager? Am Lager, bei uns am Lager, da wo wir wohnen. Ja, okay, komm her. Nimm das Ding in die Hand. Hast du einen Schaden verloren? Moin. Ich nahe. Versuchst du die Eingeborenen zu verstehen? Was machst du da? Ich verstehe mich schon, da glaub mal dran. Oh! Ein Eingeborener kommt selten allein. Ich hab eine Hütte gefunden. Ich hab doch eben gefunden. Moment, ich gebe mir mal kurz was. Ich habe drei gehört. Ich höre sie doch. Ja, irgendwo höre ich auch noch welche. Ich habe den See gefunden, geil. Hast du den See gefunden? Macht da irgendwas hin? Da ist er. Markiert da was? Soll ich jetzt hier hinpinkeln oder was? Ja. Ich höre hier noch irgendwo ein. Wo ist Lagerfeuer? Achso, ist Lagerfeuer, ja. Okay. Ich will die Zähne einpacken, ja stimmt. Ja. Gut, die liegen ja sowieso noch um die Zähne, das ist kein Problem. Hoffe ich. Weiß einer, wie man das Feuerzeug wieder wegpackt? Mit L. Ich weiß nicht, ich stelle dumme Fragen. Nein, das ist gut. Mit L. Habe ich aber auch vergessen, hatte ich auch noch. Habe ich, danke. Leiter. Erledigt. Gut, ich muss mal gucken, wie kann ich jetzt verbannen? Ich mache mal eine Signalflagge, ne? Ja. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser auch irgendwo transportieren mit diesen Schildkrötenpanzern oder womit? Nee. Kokosnüsse? Nee, das war ein anderes Spiel. Das wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen das andere. Das, wo man sich immer die Egel, das Ungeziefer von der Haut pellen muss. Ne? Fast da hinten. Ja. Ich habe eine gelbe Markierung gemacht. Okay, aber ist da gerade was los da bei dir oder nicht? Ich mach die Markierung mal in einer anderen Farbe. Nö, da ist gerade nichts los. Der rosa. No. Da extra. Perfekt zum Vögel zu killen und Blätter zu fahren. Was? Speer ist schneller und hat bessere Reichweite. Achso, Speer für Nahkampf oder was? Okay.
kannst du auch werfen auf Tiere und sowas. Ja, ja, ist klar, aber das ging, glaube ich, gerade um Nahkampf gegen Dingens. Rabbit Trap. Da gibt es natürlich auch eine Steinvariante zu, oder? Ein Steinspiel? Moment. So. Kurz vor der Mitte, wenn man das Buch aufklappt, das rosa, ne? Das ist das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Item. Da, Scheiße. Da, Hasenfalle, genau. Ach, du hast noch auf Englisch, okay. Ja. 31 Stöcke braucht das. Jo. Da müssen wir gleich nur die Wiese finden, wo ich gerade eben war. Tag. Was willst du? Was willst du machen? Wir bauen gleich an der Wiese noch, das sind mehrere Hasen, bauen wir gleich mal Hasenfallen hin. Ja, okay. Hasenjagd. War das nicht auch mal ein Eisernstiel-Titel? Ich hab den Kochtopf. Sehr schön. Ätschend. Super. Eigentlich müssten wir doch auch mehrere rauskriegen, oder? Mehrere Kochtöpfe? Ja, ich habe jetzt eigentlich auch einen Kochtopf. Dann müssen wir 5 Kochtöpfe haben. Was ist denn hier noch? Können wir das noch mitnehmen? Nee. Ich habe neue Klamotten. Oh, Seile. Wow. Etwas Stoff. Vögel! Meinst du, die haben was dagegen? Oh, wir bräuchten Dynamit. Wir sind mal schnell mit dem Dynamit bräuchten wir. Warum denn das nun wieder? Hier ist nämlich auch die Stelle, wo man das Loch mitbauen kann. Ach so, ja, okay. Das ist kein Dynamit, das ist ein Ball. Vor allen Dingen, wo man das Loch bauen kann. Soda gesammelt, das ist wichtig, das ist ein Sachen, die wir brauchen. Wer hat eigentlich schon mal ausprobiert, ob man von den fallenden Bäumen erschlagen werden kann? Ausprobiert nicht. Oh, okay, dann Nord, ich komme gleich mal hier hoch. Ja, Habi kommt. Oben gibt es. Was, Drogen? Armbrustbolzen. Oh, ja, meins. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wo die Armbrust war. Aber die spawnen in der Zeit neu rein. Weil das sind Gegenstände, die kannst du nicht herstellen, die musst du mal einsammeln. Die kommen da oben in den Turm. Ich wusste gar nicht, dass es hier eine Armbrust gibt in dem Spiel. Schön, das ist schön. Schön zu hören. Ich hätte gern eine. Ja, die Brustbolzen sind hier oben. Ja, Frank, die musst du wirklich selber holen, weil du siehst ja, das ist ja geteilte Loot. Ja, okay. Ja. Ihr könnt ja eine Flagge setzen und ich werde dann dahin. Haben wir doch schon. Dann ist gut. Aber am besten geht's mit uns dann nicht alleine, weil hier wohnen eigentlich Eingeborene. Okay. Seid ihr denn da? Jo. Ja, gerade noch. Gut, dann mache ich noch den Baum hier und dann komme ich mal. Mach mal, okay. Mach mal in den Baum. Ich mache den Baum. Mach wie du willst. Oh, Nordi, ich guck mal. Wer, wo? Wann? Wer, wo bist du denn? Hier am Wasser. Ja, das ist Mike. Was ist da? Ach, das ist Mike. Ja, ich. Ja. Ich habe gerade Schaden bekommen, weil ich Wasser einfach gesungen habe. Scheiße. Meins? Ich habe dich nicht mit der Axt erschlagen. Meins? Wo habt ihr denn diese Bolzen gekommen? Meins? Da oben auf diesem Kletterturm. Mike, wo ich stehe hier gerade. Ja. Wir haben noch gar kein Freund, die Feuer. Ja. Rechts zu deiner rechten Seite. Ja. Und dann musst du da hochklettern und dann stecken die in dem Holz dran rum. Warte, ich hab mit der Axt gefischt. Ja gut, ich hab dafür jetzt einen Speer genommen. ich hab den Fisch auch getroffen, damit der war direkt platt. Nur es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man die Tiere eben halt auch teilen kann. Das macht ja irgendwo keinen Sinn. Ja, teilen kannst du, aber du hast halt eben, es kommt so wenig dabei raus, du brauchst es für dich selber in dem Sinne, ne? Ja, gut, aber das ist, dann könnte man für alle sammeln. Das. Naja. Hey, brauchst du sowas mal Federn? Federn? Ja, Federn kommen ja zu uns automatisch in die Hütte. Haben ja, jetzt aber es dauert zu lange. Vogelnester. Hier, musst du Vögel umhauen. Na, Vögel, Alter. Da musst du Vögel umhauen schon. Toll, jetzt sind die Vögel weg. Oh! Was heißt das? Ist ein Speer. Ist nie ein Speer gebaut. Zwei ich Stöcker. Hab eine Hexe geschlagen. Hey, guck mal, du hast übrigens noch Klonrüstung hier. Guck mal, das müssen wir alles noch bauen. Es rauscht gerade! Alarm! Alarm! Oh, das ist aber Allah. Laut gerade. Allah. Allah.
Frank, das rauscht gerade massiv bei dir. Bei mir, mach bitte, ich versuch mal was. Aber irgendwie kann man den Speer doch noch ausbauen, wa? Kann man sicherlich. Ich weiß auch nicht, Es gab noch eine höhere. Ja, immer mit einem Stein, später, mit einem Stein. Hier sind übrigens Stein noch, und Seil. Hier sind übrigens noch Seile, falls ihr braucht, hier in der einen Hütte hier. Oder? Ja, war ich eben auch schon. Hier sind keine Seile. Da, was hängt da noch? Was ist das? Wer lässt eigentlich immer das Lagerfeuer ausgehen? Kannst du ja. Eigentlich müssen wir das Lagerfeuer anmachen und alle Leichen da drin verbrennen. Ja, das machen wir richtig. Für Knochen. Ach nee, Knochen kann man ja nicht aufsammeln. Dann kannst du die aufsammeln. Leichen, die hier rumliegen. Leichen? Sind ja eigentlich schon irgendwelche Passagiere, die wir identifizieren müssen? Wahrscheinlich nicht, ne? Noch nicht, ne. Eigentlich müssen wir uns mit Dynamit ja hier runterspringen, ne? Da muss man wahrscheinlich die Armbrust sehen. Hast du Dynamit? Nee. Ich glaube nicht, dass die Armbrust da drunter war. Ich glaube, die waren im anderen Lager. Ich glaube, das war auch zu einfach. Mehrere Höhlen. Oh, Frank, schön, ja. Bisschen schwimmen, ja. Hübsch, ne? Hinter dir, eine Hexe. Nein, doch. Wo ist das Ding hin? So, ach, Mike ist gerade abgehoben. Eigentlich alles gelootet. Hast du die im Excel nicht neben dir gesehen, Mike? Achso, ich dachte, Moin, du Frank. Meintest bei Frank. Nee. Die Bolzen sind da oben, Frank. Da muss ich hier hochklettern. Ups. Frank? Ich bleib erstmal noch bei Frank und Nordisch. Unser großes Lagerfeuer ist dahin. Ich glaube, Frank hört uns gerade nicht. Der hat gleich irgendwas mit seinem Mikrofon gemacht, dass er uns nicht mehr hören kann. Unser großes Lagerfeuer ist hin. Echt? So, hört er mich wieder? Ja, jetzt. Ich hatte das Mikrofon gemutet und das jetzt Geräusch weg. Geht's momentan. Jetzt ist es gut, ja. Müssen wir halt ein neues bauen. Neues Lagerfeuer. Nee, nicht das Lagerfeuer, das große Feuer. Ich brauche jetzt dringend was zu essen oder zu trinken oder ich verrecke. Was da? Hast du die Pfeile eingesammelt, Frank? Welche Pfeile? Oben hier hochklettern. Ich muss essen. Seil. Ja, essen. Er erst ja das ist Seil typisch, hoch. Ne? Frank drückt sich vor alles, braucht ständig Essen. Hier ist ein toter Vogel. Ich habe mich auch selber versorgt. Ich habe vorhin ja schon einen Reh gekillt. Ja, du musst, aber mehrmals. Du musst immer deine Sachen im Auge behalten, dann die Ressourcen auch notfalls holen. Frank, sonst mach dir doch einen Speer mit zwei kleinen Stöckern einen Speer. Und dann kannst du Fische fangen. Genau, und hier sind Fische. Hier kannst du dir Fische rausholen. Hier. Die sind verhältnismäßig einfach zu fangen. Ist schon, ich schaff das schon, Problem. Alles gut. Ach, Mensch. Trockenfleisch ist übrigens fertig. Möwen hol ich aus der Luft. Und wenn nicht, ist auch egal. Nur weil ich noch Knochen haben möchte. So. Das Mofa ist wieder da. Auf Frank, ich glaube, es hat nichts gebracht, glaube ich, Frank. Was? Du bist wieder am Rumsohren, Frank. Aber wie ich das Mikro ausgeschaltet hatte, da war es weg, oder? Ja, ja, da war es weg dann ja. Aber du dann ja auch. Dann muss ich das eben ausmachen, wenn das euch zu sehr nervt. Nee, es wird nur zwischendurch immer, wenn es leicht im Hintergrund ist, dann stört es ja nicht, aber manchmal wird es dann irre laut. Mich stört das ja auch, wenn das euch stört, also. Darfst halt nur noch zwei Wörter alle zwei Minuten sagen. Hey, Scarra. Ja. Warte. Scheiße. Nee, hier an dem Seil. Warte. An dem Seil. Wie kommt man denn da hoch? An dem Seil. Genau. Seil und dann E. Ah, okay. Wo ist denn Nordi zeigen? Ah ja. Ist er nur schon wieder? Wo ist denn Nordi? Andy hat einen neuen Prügel. Ich hab einen neuen Schicken gebaut. Wo ist er denn? Irgendwo. Das Gara. Ey, ich versuche hier gerade Vögel zu jagen, scheiß Vier. Bist du eben an uns vorbeigerannt? Nee, das ist Mike. Übrigens, so ein kleiner Tipp am Rande, ne? Ihr solltet nicht zu viele Fische hier kaputt machen. Die müssen sich auch mit der Zeit vermehren können. Ja, ich bin so scheiße im Treffen, da musste ich den Kopf machen. Oh, sag mal, das gibt's doch nicht, dass ich den Vogel nicht treffe. Nordi, ich hab dir mal was mitgebracht. Okay.
Hier, Kick. Ah, cool. Die Keule. Ja, ja, so einen muss ich mir dann auch nochmal bauen. Die machen auch nicht Wumms, die Biester. Scheiße, hier ja. ist Süßwasser und ich kann nichts trinken. Was soll das? Wieso? Du brauchst ja, musst dich hinstellen. Ja, aber ich glaube, da geht es dir nicht gut an die danach. Wieso? Nee. Natürlich. Ich kann ja hier nicht trinken. Nee, du stellst dich hier ran ans Wasser und drückst E. Ich glaube, du nimmst aber Schaden. Ich glaube, du nimmst Schaden dadurch. Achte doch mal drauf, du hustest doch, Andi. Nein. Hey. Doch, du kriegst Schaden. Nee, ich habe das eben auch schon gemacht. Du kriegst Schaden davon. Und du hustest einmal oder kotzt oder keine Ahnung. Was aber wenn ich es nicht mache, verrecke ich gleich. Also probiere es. Also so, Vogel, lande mal, dann kann ich die weg. Naja. Aber wir sollten irgendwie auf jeden Fall mal eine Wasserquelle klar machen, ja. Wir können ja auch Wasser abkochen. Genau, Scar müsste eigentlich einen Kochtopf haben und ich habe auch noch einen gefunden. Und da können wir dann Wasser abkochen, sofern wir dann welche einsammeln können. Gut. Können wir nicht das Haus anders einfärben? Ja, ne? Also von der Markierung her? Moment, lass mich kurz gucken. Weil ich glaube, ja. Ich gucke immer zum falschen Haus. Ich auch. Ich glaube, gelb oder rot. Eingeborene. Oder... Oh, eingeborene. Wo? Bei mir direkt. Ist aber auch eine Mutti mit dabei, aber ich weiß jetzt nicht. Oh, so. Alter Schwede, moin. Ich mach die wollen mich bespringen. Basis mal in blau, ne? Ja. Moin. Ha, oua, das hat weh. Oh, da sind ein paar mehr. Mhm. Ich glaube, ich nehme mal die Axt mit. Was hast du gedacht, du? Sag mal. Ich eile. So, erstmal schön die Kniescheiben weg. So, genau. Wo ist der andere hier? Da war noch einer. Wo ist denn der hin? Scheiße, das war verkehrt. Ich muss mir gleich unbedingt meine Rüstung machen. Die sind weiter oben hier. Achso. Da, wo Skara und so rumlaufen. Ah, okay. Skara und Mike. Der ist aber auch schon tot. Mike. Kurzes Intermezzo. Das ist schon ein kurzes Intermezzo, ja. Ja, sehr kurz. Naja, gut, wir sind ja auch einigermaßen fit. Ja, ich bin fast... Na gut, es geht eigentlich. Was denn? Ich nehme gerade wieder ein bisschen Gesundheitsmittel. Fertig. Ja. Was ist Skara? Wolltest du irgendwas von mir? Was hast du denn schon wieder? Was willst du, was kommt hier mit euren Leichenteilen immer bei mir an? Was habe ich denn damit zu tun? Wir müssen großes Lagerfeuer wieder bauen. Das ist erstmal wichtig. Wir machen das hier, hier nicht auf die Ecke. Hier ist hier noch Platz. Weißt du, wie Katzen, die immer ihre Beute präsentieren. Also. Das ist so, glaube ich. Frank E. Meyer proudly presents das Rauschen im Walde. Genau. Da halt nochmal ein Kleenet. Ja, ihr müsst doch zwischendurch ja, ich verlängern mit ja Blättern oder sowas. Ich hab das ja eben hingebaut aus Teile. Nein, es geht nicht um Hinbauen, Andy. Pass auf, folgendes. Ihr lasst es immer ausgehen, ihr müsst zwischendurch Brennmaterial reinbauen. Entweder Geld oder Blätter. Ja. Ansonsten geht es mit der Zeit aus. Es war ja eben noch nicht fertig, weil ich noch nicht alle Teile hatte. Nee, auch das andere ist noch nicht kaputt, aber ihr müsst halt eben das zwischendurch mal wieder anwerfen. Ansonsten geht das wieder aus. Ich will seinen Leuchtschädel hier haben. Ah, sie will seine Taschenlampe auf dem Kopf will ich haben. Taschenlampe auf dem Kopf. Ja, guck, das ist ein Schädel, der leuchtet. Da ist ein Licht drin. Die müssen eine Taschenlampe reingeklebt haben oder so. Ich ja, will das haben. Du die mit den Batterien. Ich finde das voll cool. So. Also muss ich mir erstmal was zu essen machen. Ja. Weil da liegen Leichen drin. Lecker. Ja, aber du kannst schon was essen mit E. Das wäre super. Ich habe ja auch noch ein bisschen was dabei gleich. Das ist hier Menschenfleisch. Was? So. Angefackelt. Oh, man muss schon was essen hier. Aber essen man sieht leider am Feuer auch nicht direkt, wie lange das jetzt noch brennt. Ne? Da ist da kein Timer oder sowas bei. Ja, das ist leider nicht. Das ist leider an die Uhr. Das sieht ja optisch scheiße aus. Was denn? Kann ja auch alles Mögliche reinschmeißen da. Ja. Du kannst ja noch dir die Totenkopfkeule basteln. Müsste ich doch, warte. Musst du Totenköpfe und Stöcker kombinieren. Ja. Da ist ein Topf noch mit drin da nehmen. Oh, super. Dein Topf ist ja gut, dann können wir Trinkwasser abfüllen. Wir haben zwei, ja.
So, dann machen wir noch ein großes Lagerfeuer wieder, wa? Federn. Bonfire. Warte, ich guck mal. Oh nein, ja, schmeiß deine Leichenteile irgendwo hin. Da. Das ist ein Knüppel, den hatten die Feinde mit dabei. Ach so. So, hier ist hier cool. Noch Platz. Nee, noch nicht. So, so einen muss ich mir auch nochmal organisieren. Dann habe ich, den hat einer von den Feinden gedroppt, den habe ich dann einfach mal aufgehoben. So. Ja, muss ich gucken. Bei, beim nächsten nennt Mal. Nennt sich Keule. Ach so, nennt sich Keule. Keule. Ich brauche übrigens auch Steine. Steine, ja, ich sammle ja schon. Ja, nicht. Na, für das große Lagerfeuer. Ah, machen wir Pfeile, wollte ich machen. Ach so. Ah, so geht das. Der Trockenfleisch sollte inzwischen auch gut sein, da müssen wir gucken. Also Wasserprobleme dürften jetzt keine. Aber wo Trockenfleisch? Ich hab da auch noch Fleisch dabei. Ich glaube, das war nur kleines Fleisch. Wenn jeder von euch einen Kochtopf genommen hat, einfach mal zwischendurch zum See laufen und sich den voll machen, abkochen und dann wird das direkt getrunken zum Aufheben. Hi Mike. Wir sind jede Menge Eichhörnchen jagen, Bären fressen. Aber so im Dunkeln. Da eben, ich sehe nichts mehr. Bis gerade eben war ja noch hell. Aber ich muss unbedingt was zu essen haben. Deswegen, ich habe jetzt schon ein paar Bärenpilze gefunden. Drei davon. Im Lager gibt es ein bisschen was. So Knochen brauche ich auch noch. Echt? Ja, die sind im Lagerfeuer. Ja. Kann ich mir auch mal Rüstung machen? Und so. Oh, warte mal, da kann ich mir auch gleich noch eine Kohle das machen. Das ist gut. Ja, brauchen wir noch eben so einen Zwergbaum hier. Ja, jetzt brenne ich schon wieder, Mann. Er brennt. Das ist Wasser. Lustig, das Feuer ist zwar mir auch noch gelaufen. Jawohl. Ja, ich brenne, ich weiß. Schnell im Wasser springen. Übrigens, leere Töpfe können wegbacken, wenn das Feuer ausgeht. Und an großen Lagerfeuern könnt ihr nichts kochen. Nee, das ganz große Lagerfeuer ist in dem Sinne auch kein normales Lagerfeuer, ist einfach nur Lichtquelle von weitem. Ja. Ja, aber wir müssen halt gucken, ob die tatsächlich wegbacken, nachher die Sachen. Die Töpfe, ja. Deswegen habe ich den Topf für mich aufgenommen, weil du trinkst ihn auch direkt, wenn du ihn aufhebst. Mhm. Ja. Dann ist da wieder ein Inventar drin. Ich habe den, achso, ja, ich muss da auch noch was, stimmt, ich muss da auch noch was abkochen. Lagerfeuer ist Rotfleisch. Achso, hab ich schon voll. So, mal kurz Wasser holen. Das war die Rettung. Okay. So, jetzt dürfen die Nachtwinden sich auch nicht mehr beschweren. Wir haben ja genug Licht im Lager. Mit dem Topf einfach nur ins Wasser gehen, oder muss ich das extra... Du musst den ausrüsten und dann dahin dann mit C hindroppen. Wenn er fertig ist, kannst du ihn auch wieder aufheben. Dabei wird er direkt getroffen. Da kannst du, wenn es fertig ist, essen. Bein am Spieß. Okay. Lecker. Aber dauert noch. Ist noch nicht so weit. Ich glaube, der ist weg. Wer ist weg? Oh. Ich habe mit G, glaube ich, mit G gedroppt, nicht mit C. Mit C droppen. Mit G schmeißt du auf den Boden. Ich guck mal. Jetzt grade. Kannst du essen. Okay. Scheiße. Ach, den Kochtopf könnten wir auch mit dem Baumharz zusammen. Oh. Aber das ist bis ja blöd. Bis zum Ding. Kann das einer von euch Charakter mal bitte gucken, ob hier der Topf liegt? Ich sehe den nämlich nicht mehr. Nee, ich guck gerade. Also hier bei mir muss der irgendwo, wenn, dann liegt er hier irgendwo. Okay. Jetzt will er wieder was zu trinken. Oh, ich glaub, damit hier hinten noch ein bisschen Beleuchtung ist. Scheiße, der Top ist weg. Mist. Ja, muss man sich einen neuen holen. Oder hier mit dem Floß mal ein Stück wegfahren. Top wäre nicht schlecht, war, weil damit wir kannst haben ja Wasser abkochen. Ja, ja, wir haben ja zwei eigentlich und einer ist jetzt weg, weil ich habe G gedrückt statt C. Die Schildpanzer kann man dafür nicht nehmen. Neu den Topf. Wo hast du denn den gedroppt? Na, hier, wo ich gerade bin, hier links neben dem Floß. nee, das scheint weg zu sein. Scheiße. Zumindest ich das nicht. Ich habe zumindest noch eine Dose Soda. Soda? Soda. Ich könnte mal Hilfe brauchen. Ich kann nicht mehr rennen. Oder Andy, mal, das Floß ist im Wasser, nicht auf Land damit fahren, sonst kommen wir nicht mal ins Wasser zurück. Ja, ja, ich hab's ja rüber, ich schon ein Stück. Ja, du bist aufs Land gefahren. Ja, ein so, Stück nur. Du bist komplett aufs Land gefahren. Ja, weil der Top weg ist. Aber du hättest woanders fahren können, so kriegen wir das Floß doch nicht mehr weg, glaube ich, oder? Doch, natürlich. Geht da rüber wieder. Du musst rechts rausfahren. Du brauchst Hilfe, Mike, was wolltest du denn? Gut.
Okay. Hey, weil ich kicken wollte halt wegen dieser. Du willst so rechts selten, rausfahren, denn dieses komplett verbuggt. Nee, jetzt okay. Ja, es sind nicht aufs Land fahren damit. Das waren sehr viele Baumstämme. Echt? Wie? Ist es kaputt oder was? Das kann man nicht benutzen, er hat es verbuggt. Zwischen zwei Wichssteine. Geben die Schildkröten eigentlich auch Fleisch, ja, ne? Anstatt damit irgendwie aus ein bisschen aus Wasser krabbeln, zu fahren oder zur anderen Seite. Nein, die krabbeln wieder drei aus dem Wasser. Nur von nach vorne fahren. Aber aufs Land bist du gefahren, das habe ich ja gerade gesagt. Nicht aufs Land damit fahren. Zwei Stück kannst du nicht so schön oder Fackel, so. Müssen wir halt wieder einsammeln, das Floß ist ja auch müssen wir neues bauen. Nö, sind ja nur einige Bäume. Mann, hör auf zu heulen mit dem Floß. Mimimi wieder. Oh. Danke für den Hinweis. Hätte Topf, den habe ich dann doch im Inventar, alles klar. Ja, ist ja gut. Mimimi. Ja, einfach. So. Kann noch einer einen einzelnen Panzer gebrauchen? Wo ich stehe, liegt. So, ich kann den nicht aufheben. Nee, du kannst immer nur einen Panzer aufheben. Komm, Frank, komme. Bleib stehen da, wo du bist. Ja, ich baue uns noch einen neuen Wassersammler. Wir brauchen ihn. Sage mehr. Ich es ja? Ja, ich eile. Brauchst dich nicht zu beeilen. Der läuft nicht weg, der Panzer. Nee. Juhu! Juhu! Keine Ahnung. Hier, bedien die. Was haben wir denn jetzt? Kann ich mal schon von BOP2 kombinieren? Ja, schade denn drum, wisst ihr? Hier liegt auch noch einer. Sehe ich gerade. Nee, du kannst nur einen nehmen. Die sind zu schwer. Ich sag ja nur, da komme ich ja nochmal zurück, wenn ich das weiß. Weißt du? Naja, sind ja bloß ein paar Meter. Bis dahin wirst du ja nicht vergessen. Bist du ja sicher? So gerade. Na, siehst du, hast du wieder genug Holz. Ich hab doch vorhin den ganzen Wagen dahingestellt. So. Müsste es noch regnen. Und so der Plan. Auf Stichwort. Dir ist kalt und du bist nass. Mein Charakter fühlt sich feucht. Bald haben wir kein Wasserproblem mehr. Moment, wir müssen ein paar Blätter darin schmeißen. Warte mal, so rum. Na, hier nehmen wir auch noch mal. Nordi hat auch einen Knüppel. Ja, ich hab mir auch mal so eingebaut, ja. Du weißt auch, dass du hier die Axt, die du am Anfang kriegst, die kannst du auch aufwerten, ne? Die was? Schnell die Axt vom Anfang, die kannst du auch aufwerten. Ja, ich hab damit eins nach dem anderen. Das oder sowas. Ja, 10 vor 10 hatte ich hier nicht da. Mal gucken, ob ich mir dann vielleicht die Keule damit. Hat nur die Zähne. Der will sich seine Keule verschönern, das Schwein. So. Ja, das brauch mal ein paar kleine Äste. Na, Äste dürfte kein Problem sein. Ja, naja, wenn du aber keine in der Tasche hast, ist schon. Ja. Ist ja logisch. Dann steht das Ding in der Luft und funktioniert noch nicht. Ist schon gebaut, Andy. Was? Ist schon gebaut, Andy. Achso, habt ihr schon. Oh, mir ist kalt. Naja, meine Lusche ist auch schon wieder kalt, ja. Ja, weil es regnet. Ich weiß. Musste ich ein bisschen dichter an Feuer stellen. Frost in der Lusche. Musst du aber nicht aufpassen, dass der... Frost in der Lusche klingt vor allen Dingen sehr gut. Oder du gehst ins Haus. Kann ich da eigentlich noch das mit irgendwie kombinieren? Nee. Nur ans Lagerfeuer reinstellen, nicht ins Lagerfeuer. Genau. Wer ist denn da damals abgefackelt? Kann ich mir da eine Fackel draus machen? Hier fehlt noch ein Schildkrötenpanzer. Den holt der Frank nachher noch. Den oh, dann kann ich tatsächlich, liegt. Warte. Geht doch nicht. Geht nicht? Right. Warte mal. Mhm. Ach so, jetzt. Ah. Ich bin gleich wieder da, Clemo. Ah, hier, mein schön brennender Schädel. Guckt euch an. Ja, hier, hör mal. Da so sieht das aus, ja. Wo war denn der Schildkrötenpanzer, Frank? Hinter den Steinen. Ich fast ernst nehmen, wenn du da, wo die Koffer liegen. Da, wo du den Rock an. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Da hast du einen brennenden Schädel in der Hand und eine Stewardess-Klamotte an. Ja, das ist natürlich ein bisschen... Aber es ist auch gleich wieder aus. Also es hält total. Der hält überhaupt nicht lange.
Ich glaube, du kannst das auch normal an der Axt machen, da Stoff und irgendwas. Was, wie, was? Wie eine Fackel oder was? Ja. Ja. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht dafür wieder das Feuerzeug, das passt schon. Also, ich sehe hier keinen Panzer mehr rumliegen. Ist der weggebackt? Hoffentlich nicht. Bisher liegt das Spiel ja einfach gut, bugfrei. Das kann nicht sein, ich glaube, ich spiel rum. Mal gucken, ob ich noch irgendwas an Fleisch dabei hatte. Gucken, ist schon Wasser drin? Ist aber essbar, okay. Dann haben wir das egal. Drauf. Ein bisschen die Schnurren Grill hier. Ja. What? Das müsste man doch eigentlich. Aber man kann es ja nicht einladen. Ja, ich hab's gerade angezündet hier, das Feuer. Nee, an dem am Haus. Achso. Eine Ladung ist, glaube ich, noch. Wobei, das sieht schon ziemlich verbrannt aus. Ah, es ist schnell. Ja, es muss doch mit dem Feuer noch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, das ist total nervig so. Ja. Was war das? Ah, huch, da kam ein brennender Mann vorbei. Da werden Erinnerungen wach. Da, Mike und Feuer. Das habe ich schon mal in echt erlebt. Danke, darauf kann ich verzichten. So. So, Happa Happa brauche ich nochmal. Weiß nicht, welches Fleisch ist jetzt hier? Okay, ich glaube, das scheint gut zu sein. So, dann werde ich gleich schon mal ein Ründchen nochmal wieder speichern, vorsichtshalber. Da sagst du was. Du weißt ja speichern. Sollten wir alle machen. Unsere Charaktere werden bei dir auch gespeichert. Ob das geht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob nur ich speichern muss. Unsere Charaktere werden bei dir auch abgespeichert in dem Sinne. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich hier erstmal speichern, dann muss ich nochmal speichern. Warum? Ja, du musst nachher manuell, also so speichern, aber wir anderen können halt eben auch zwischendurch. Das ist halt eben nur auf deinem dann. Ja gut, das ist nur die Frage, ob ihr dann speichern müsst oder ob ich denn, aber es reicht, wenn ich nur einmal speichern falle. Wem ist eigentlich so langweilig, die ganzen Steine hinzulegen? Warum wollt ihr jetzt so ein SOS-Ding bauen? Was so? Das heißt hier ihr? Ich sehe das gerade. Ich war klar. Mike, das ist absolut schwachsinnig. Die Steine brauchen wir woanders. Ja, gut. Achso, ich dachte, du wolltest das Ding bauen. Deswegen Nein, ich habe das nur gerade gefunden. Ich dachte, was ist das? Lustig. Steht doch so in der Anleitung. Das steht doch so in der Anleitung. Im Handbuch. Bau SOS. Bau SOS. Ja. Mike hat nur das getan, was da steht. Du bist doch eigentlich so der Gartenexperte. Warum machst du keinen Garten? Kommt noch. Im Moment bin ich noch mit Überleben beschäftigt. Ach so, okay. Eins nach dem anderen. Das erste Mal wird nur gejagt. Oh Gott. Ah. Und gebaut. Also ich muss gleich mal sehen, dass ich mir am kommenden Tag, es wird ja so langsam wieder hell, dass ich mir so langsam mal wieder eine Rüstung baue oder so. Was ist ein süßes Feuer? Ich brauchte bis jetzt keine Rüstung. Das reicht eigentlich, wenn man mehrere Leute darauf einkloppen, dann geht das ganz gut. Ja, aber schadet ja nicht. Ich frage mich halt eben bei dem Spiel nur, ich meine, so viele Leute wohnen nicht auf der Insel drauf, ne? Wenn wir nach ein paar Ingame-Tagen eigentlich alles ausgerottet haben, wie schaffen die das quasi innerhalb von einem Tag so viele Leute wieder ranzuzüchten und dann die quasi auswachsen zu lassen? Ja, die stecken in den Höhlen, die werden da gezüchtet. Die stecken in den Höhlen, das klingt jetzt alles dermaßen. Ja, was für eine Höhle habe ich jetzt nicht gesagt. Wir haben wohl zu oft Golf gespielt, ne? Ich glaube, ich brauche noch mehr Knochen. Ich brauche mehr Tote, mehr Opfer. Dann hol sie dir. Ja, genau. Kein Problem, wenn sie hier rumlaufen, geht es da los. Das ist gar kein Thema. Der feine Herr wacht, will auch noch, dass sie zu einem dir kommen. Also, ja, nun, die kommen doch sowieso vorbei. Loslaufen und... Also...